Im kommenden Jahr finden die Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Der Preis für Metro-Tickets soll sich dafür fast verdoppeln. So sollen die durch Millionen zusätzliche Besucher in der Stadt entstehenden Mehrkosten gedeckt werden. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, Île-de-France Mobilité va augmenter considérablement son offre de transport. Il n'est pas question que les Franciliennes et les Franciliens payent ce coût. Alors nous allons créer un nouveau PASP. 16 euros par jour, c'est le juste prix. Jusqu'à 70 euros par semaine. Et le ticket de métro passera à 4 euros, le ticket de train et de RER à 6 euros. Et tout cela du 20 juillet au 8 septembre. Das Transportangebot soll um 15% ausgebaut werden. Den französischen Behörden zufolge sollen durch die teureren Tickets etwa 200 Millionen Euro eingenommen werden.